Guten Abend. Wir haben schon fast 21 Uhr, wir müssen extra aufpassen. Ja. Es gibt wieder Schimpfe von Daddy. Oh ja. Wir geben mal kurz ein Statement ab, ein Fazit zum Samstagabend heute. Fahrwerk, was sagst du? Fahrwerk, Serie schon sehr, sehr gut, muss man echt fort mal loben. Ich finde selber das Auto an sich, das einzige Manko ist das Thema mit der Leistung, dass es sich nicht danach anfühlt, aber doch ja in diese Richtung ging. Aber das Fahrwerk ist noch ein kleines Stück besser. Es fühlt sich noch ein bisschen direkt, also die Federn, die fühlen sich noch ein Stück direkter an. Aber es war Serie schon gut, auf einem sehr, sehr hohen Niveau, das muss man definitiv sagen. Was man ganz klar merkt, wir hatten heute schon Richtung 18 Grad, sage ich mal ganz vorsichtig, Ladeluftkühler, merkt man. Also wenn man das Auto jetzt davor ein paar Tage gefahren ist, zum Testen, zum Prüfstand und, merkt man den Unterschied definitiv. Ja. Du bist auch gefahren? Ja, also ich habe vor Soundfall wieder gemacht. Wir haben uns ein bisschen abgestimmt, ja. Und ich merke auch, dass er gefühlt, ich sag mal, einfach ein bisschen mehr Luft bekommt. Ja, einfach, es ist einfach, jetzt ist schon ein Ticken stämmiger. Das heißt, wir kommen da, wo wir hin wollen, immer Schritt für Schritt ein Stückchen weiter. Näher, genau. Ja, oder näher, ja. Ja. In der Geschichte. Und ja, Fahrwerk habe ich vorher schon gemerkt, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt wechseln. Ein Ticken direkter, gutes Einlenkverhalten, nicht zu hart, dass man das sagen muss, ich kann da nicht bis nach Meile fahren, ja, so ungefähr. Ist so, ja. Muss man auch mal so sehen. Und ja. Ja, es ist so. Es ist ein Stück besser, ja. Aber trotzdem ist es jetzt nicht arg viel härter geworden. Es ist eher sogar noch, ich würde sogar sagen, ohne den harten Dämpfermodus ist sogar besser. Es fährt sich ruhiger. Aber schönere Optik haben wir mit dabei. Auch legt ein bisschen mehr am Asphalt, das merkt man schon, es ist ein bisschen mehr Harmonie drin. Im Gesamtpaket, der ist ja ganz so, ja. Und von dem her, ja. Was man sagen muss, Thema, wo wir gerade beim Fazit sind, Ladeluftkühler, Passgenauigkeit, sehr gut, ne? Top, ja, also muss man sagen. Da muss man echt sagen, wir haben zwar oben einen kleinen Fehler gemacht, das haben wir ja im Video oder sprechen wir im, oder haben wir im gestrigen Video angesprochen, gerade mit dem Thema, dass man oben an der Drosselklappe direkt oben am Stutzen abschraubt und nicht unten den Schlauch, aber... Ja. Das nicht gleich oder das gleich kapiert hätten. Das hat halt ein paar Minuten gekostet, dass wir das Learning by doing kapiert haben. Wir haben gemeint, wir wollen ohne Bedienungsanleitung das machen. Ist halt so. Ja, aber gesagt, Zeitsparer. Der Rest hat einwandfrei Fixi Foxy funktioniert. Passt. Morgen ist frei für dich auch, Mario. Sonntag ist nett. Ruhetag, oder? Ja, Sonntag haben wir frei. Wir sehen uns Montagabend wieder mit. Genau. Montag machen wir Schaltwegsverkürzung, Drehmomentstütze, Ansaugung. Ja. Venturi Carbon. Oh. Das wird geil. Ja, mal gucken, wie es sich noch anhört beim Schalten. Vollkommen richtig. Ja. Dann würde ich sagen, schönes Wochenende miteinander. So sehe ich es auch. Bis Montag. Ruht euch aus. Das Wetter wird gut.